So, also Gebot dafür, meine Damen und Herren, für die Drehmaschine. Herr Heinreich und Habeck, was meinen Sie? Fangen wir mal niedrig an mit 3.000 Mark, damit es da oben geht. Nicht 3.000 Mark zum ersten, 3.000. Zum ersten 3.000, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.000, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.000 Mark. 6.800, 7.000 Mark, 7.000 Mark in der Mitte. 7.200, 7.4, 7.6, 7.8, 8.000 Mark. 8.000 Mark zum ersten Mal. Zum dritten. Kollegen und Kolleginnen, in diesem Jahr haben über 40 Kollegen hier bei Heinreich und Habeck ihr 25- und 40-jähriges Firmenjubiläum. Sie haben fast ihr ganzes Leben für diese Firma geopfert. Sie waren es, die 1945 diesen Betrieb wieder aufgebaut und zum Weltruf gebracht haben. Und Sie sind es auch, die am härtesten heute von dieser Maßnahme betroffen werden. Ich habe Maschinenbauer gelernt bei Heidenreich und Habeck 1936. Dann bin ich in diesem Betrieb insgesamt rund 40 Jahre beschäftigt gewesen. Eine lange Zeit, ein Großteil meines Lebens. Und ich meine, dass diese Zeit mich auch mitgeprägt hat. Ich hätte mir, wenn es normale Zeiten gewesen wären, aber das war damals Anfang des Krieges bzw. Vorbereitung zum Krieg, hätte ich mir bestimmt einen anderen Beruf ausgesucht. So meine Vorstellung war Goldschmied oder Schmuck oder irgendetwas Kreatives. Keine Maschinen, die zum Krieg irgendwie den Krieg unterstützen. Aber damals war es so, dass alles über die sogenannte Berufsberatung lief. Und da war der Trend schon da für Aufrüstung und dadurch kamen sehr viele junge Leute eben in die Metallbranche. Ja, mein Name ist also Adel Jensen. Bin geboren 1932 und zwar in Friesland, Wilhelmshaven. Meine Eltern, also Mutter war immer fast dienstverpflichtet. Meine Eltern, Vater war, ist zur See gefahren. Da habe ich eine Lehre begonnen in Fahre als Rohr- und Betriebsschlosser und habe ausgelernt 1950. Ende 50 habe ich ausgelernt. Und dann bin ich hier angefangen, habe ich mich bei der MAN beworben. Und der MAN kam ich an, das war 54 oder ja, 54 und dann haben die gleich zu mir gesagt, ihre Qualifikation ist wahrscheinlich so gut. Sie können noch nicht anfangen, weil die waren noch im Aufbau. Dann bin ich wieder weg und dann bin ich angefangen in einer Rohrleitungsfirma, Hebeler. Ja, da habe ich dann eine Zeit lang gearbeitet und dann bin ich dann doch nochmal zur MAN hingegangen. Das war dann 57 und da wurde ich eingestellt. Da wurde ich als Rohrschlosser eingestellt. Am 1. März 1957 kam ich zur MAN. Ich wollte Elektromechaniker oder sowas werden. Da musste man noch zur Vermittlung hin und die haben bestimmt, was man wollte. Ja, dann hatte ich mehrere Betriebe gekriegt als Maschinenschlosser. Und mein Vater hat mich losgeschickt, hat mich nicht an die Hand genommen, hat gesagt, nun geh doch mal hin und guck dir das an. Dann habe ich mehrere Betriebe besucht und einer hat mich genommen und das war Paolo Pedersen am Hamburger Fischmarkt. Und da wollte ich unbedingt weg. Und dann habe ich über eine Bekannte dann den Zugang zu Kampnagel bekommen. Bei Kampnagel kam man nur rein, wenn man Verwandte oder Bekannte drin hatte, wenn man Fürsprache hatte. So vom freien Markt war das kaum möglich, zu der Zeit bei Kampnagel reinzukommen.
Ich bin ja am 22. August 1944 geboren. War noch einer dieser berühmten Bunkerkinder. Bin ja wenig also im Eppendorfer Bunker geboren, während der Kriegszeit. Und ich habe das von meiner Mutter so gehört, also dass das tatsächlich so war. Also das war noch, der Kreißsaal war da mitten im Bunker von Eppendorf. Ne? Da war der Kreißsaal dann drin. Ne? Und naja. Und wir wohnten in Eimsbüttel. Wir wohnten so in der richtigen Arbeitergegend. Ich bin also groß geworden im Luruber Weg. Und da gab es also nach meiner Ansicht nur Arbeiter, Arbeiterfamilien. Zur Werft bin ich an und für sich gekommen durch Zufall. Mich hat also mein bester Freund mitgeschleppt. Der hatte also vom Arbeitsamt so eine Vorstellung gehabt für die Hofwalzwerke. Und hat also, und ich wollte also nicht zur Werft, hatte gar kein Interesse dran, wollte an und für sich in Altona bei einer Maschinenfabrik anfangen, als Maschinenschlosser, Lehrling. Und hat gesagt, Mensch, komm doch mit zur Werft. Dann durfte ich dann den Beruf des Maschinenschlossers erlernen. Das war damals der Modeberuf. Ich habe das Glück gehabt, bei Still einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Still ist ja bekannt, Gabelstaplerfirma. Und Still war von Anfang an und bis heute ein sehr gut organisierter Betrieb. Und als ich dort Lehrling wurde, damals hieß das ja noch Lehrling, wurde ich sofort mit der Gewerkschaftsbewegung konfrontiert und es war selbstverständlich, dass wir in die Gewerkschaft gingen. In einem feierlichen Akt übergab in Hamburg ein Vertreter der Militärregierung das Haus, das bis zum Jahre 1933 Eigentum der Freien Gewerkschaften war, wieder seiner ursprünglichen Bestimmung. Paul Bebert, ein alter Baugewerkschafter, hat lange im Konzentrationslager auf diesen Tag gewartet. Jetzt begibt sich Paul Bebert auf das Gerüst und macht sich an die Arbeit, die eine neue Ära des deutschen Gewerkschaftslebens einleitet. Hamburg, die zweitgrößte deutsche Stadt, ist auch eine der am schwersten zerstörten Städte Deutschlands. Von über einer halben Million Wohnungen, die Hamburg vor dem Kriege besaß, sind mehr als die Hälfte durch die Kriegsereignisse zerstört oder schwer beschädigt worden. 45 Millionen Kubikmeter Schutt, das ist die Hinterlassenschaft des Dritten Reiches für Hamburg. Die großen Werftanlagen liegen verwaist. In den Docks aber regt es sich wieder. Inländische und auch ausländische Schiffe liegen zur Reparatur auf. Der Betrieb im Hafen war am Ende des Krieges völlig zum Erliegen gekommen. Aber schon 1946 wurden hier erhebliche Mengen von Gütern umgeschlagen, vor allem Nahrungsmittel aus dem Ausland für die deutschen Westzonen. Der Mai 1947 brachte mit 529.000 Tonnen einen Rekordumschlag. Hamburg, vom Kriege schwer betroffen, baut an seiner Zukunft. Es will wieder das Tor zur Welt werden. Ja, meine erste Begegnung mit dem Hamburger Hafen war 1951. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich wollte also eine Hafenrundfahrt machen. Man muss sich vorstellen, 1951, nach 1945, nach diesem Wahnsinnskrieg, war also hier schon wieder Leben. Im Grunde genommen wurde im Hamburger Hafen noch keine Schiffe gebaut. Die Menschen waren dabei, wieder aufzuräumen, wieder. Die Kaimauern waren zerstört, überhaupt diese ganze Skyline, das gab es ja alles noch nicht. Das war ja damals alles noch im Werden. Die
Menschen wollten erstmal wieder ein Dach über dem Kopf haben, die wollten wieder was zu essen haben, die wollten wieder leben können. Das war ihre Hauptaufgabe und so war es auch im Betrieb. Ich weiß nur, als ich Kind war, und das muss für mich also sehr prägend gewesen sein, Vater arbeitslos war. Und das war für mich immer also etwas gewesen, also was ich wohl als Kind auch schon als fürchterlich empfunden habe. Weil dann ging es ja, und man kriegt das als Kind ja auch mit, wir haben ja damals auch alle beengt gewohnt. Kein Geld da, meine Mutter hat dann bis nachts um 1, 2 bei Blusenberg, denn für Blusenberg genäht. Denn mein Vater wollte nicht haben, dass seine Frau arbeitet. Und dann gab es darum wieder Ärger. Und also dieses Thema Arbeitslosigkeit, das habe ich als Kind miterlebt. Ne? Und ich denke auch mal, das war also für mich, das hat mich wohl geprägt. Und ich war zu der Zeit als Monteur bei meiner Firma Siemens auch hier viel unterwegs im Hafen. Weniger im Schiffbau, mehr an Land. Und man fuhr hier, ich wohnte damals in Schnelsen, fuhr mit der Linie 2 bis hohe Luftbrücke. Und dann fuhr man mit der Hochbahn hier bis Landungsbrücken. Die Züge waren immer brechend voll. Man durfte auch noch rauchen. Jeder zweite Wagen war ein Raucher. Und das qualmte da raus wie so ein Kanonenofen. Und hier von den Landungsbrücken runter, da ergossen sich also Ströme von Menschen, die hier zu den Hafenfähren und zu den Dampfern und zu den Markassen hinfuhren. Ja, und heute sieht das hier doch alles ein klein bisschen anders aus. Und was mir hier so fehlt, ist dieses Gewimmel von Menschen, wie viele Menschen, von Zehntausende, die sind hier jeden Tag ein und aus in die Verkehrsmittel hier eingestiegen oder sind von hier aus mit Straßenbahn, gab es hier auch noch. Und das, wie gesagt, ist heute doch also ein bisschen, was man dann vermisst und wo einem das so ein bisschen schmerzhaft ankommt, die schöne neue Zeit, ob denn das alles so richtig ist. Naja, und besonders, wo sind eigentlich die Menschen alle geblieben? Nun war ich also denn in einer Weltstadt. Noch nie in so einer Großstadt in dieser Form gewesen. Keine Freunde, nichts. So, was machst du nun? Ja. Erstmal zum Arbeitsamt, da musst du ja irgendwo melden. Und dann bekam ich 21 Mark und 55, glaube ich, Arbeitslosengeld. Aber das war ja nun also nicht alles nicht meine Welt, so arbeitslos zu sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da habe ich mir selbst Arbeit gesucht. Aber da habe ich auch zum ersten Mal, da habe ich die erste Berührung eigentlich bekommen mit einer richtigen brutalen Arbeitswelt. Howald hieß das damals noch. Da waren ja Toiletten, die waren oben wie im Wilden Westen nur halbe Höhe. Und da waren Schwingtüren. Texas-Türen, ne? Unten so ein Stück frei, ne? So. Und oben konntest du auch, ich glaube, so dick, so breit war die Tür, ne? Da war noch die Jacke übergehängt, du konntest immer sofort rüber gucken, konntest immer sehen, wer denn da saß, ne? Das heißt also, da konnte sich keiner lange aufhalten. Wenn die Meister an vorbeikamen, ne, dann guckten sie bloß oben rein und dann, aber du mal raus hier. Wir haben ja erstmal dafür gesorgt, dass da Türen eingebaut wurden, ne? Das war auf den Werften so. Und die ersten Betriebsversammlungen, da ging es ja nicht darum, hier also den Kapitalisten also hier zu stürzen, sondern da ging es um Toiletten, nicht? Also da ging es um, dass die Milch von den Schweißern warm gemacht werden sollte. Wo wurde die warm gemacht? Die hatten keine Möglichkeit, die zu wärmen. Die waren eiskalt, die Milch, die mussten sie runterhauen. Und da haben wir um Kleinigkeiten kämpfen müssen. Das stimmt schon und wir, ich sag mal, die politisch denken, denn wir waren meistens in der Minderheit. Das ist richtig. Also die meisten, die fingen damals schon an, jetzt an ihr, an ein Auto zu denken, was damals ja noch nicht normal war, oder an Häuschen im Grünen oder was weiß ich. Also das ist tatsächlich wahr. Ne? Das Wochenende mit Ausruhen wichtiger als, und das Wochenende fing damals jetzt an, eins zu werden, weil wir ja zum Teil sonntags noch gearbeitet haben. Nach dem Wiederaufbau von Lagerhallen, Kränen und Gleiswegen
können im Hamburger Hafen bereits wieder 12 Millionen Tonnen Güter jährlich umgeschlagen werden. Also ich habe auch sehr deutlich schon recht früh, also auf Funktionärsveranstaltungen der IG Metall zum Ausdruck gebracht, wie es um die Frage des Wirtschaftswunders ging, dass also das Wirtschaftswunder darin bestand, dass also wir Überstunden schoben, ja, oder unsere Frauen noch mitarbeiteten, ja, und dass also wir dadurch dann also unsere Wolfsburger Einheitsdose fahren konnten, ja, und dass es nicht also am Wirtschaftswunder lag. Ne. Das war auch eine Euphorie in den 60er Jahren oder in den 50er noch nicht, aber Anfang 60 war eine Euphorie. Die Menschen waren im Aufbruch begriffen, im Aufbau. Und die Gewerkschaften waren gar nicht so wichtig. Sie waren im Grunde genommen, waren sie erstmal, ihr eigener Bereich war wichtig. Sie konnten arbeiten, die Anfang 60er Jahre waren der erste Begriff, dass die Bundesrepublik mal ein bisschen aufatmete. Es war schon absehbar zu der Zeit, dass also dieser Boom, dieser Beschäftigungsboom, der sich so Ende der 50er Jahre, 60er Jahre eigentlich so eingestellt hatte, dass der aufgrund, damals haben wir von technischem Fortschritt gesprochen, gab sogar einen Arbeitskreis, das wieder technischer Wandel hieß, dass aufgrund der Steigerung der Produktivität in der Metallindustrie auf Dauer diese Entwicklung, also diese Vollbeschäftigung, nicht aufrechtzuerhalten war. Alles lebte ja in völliger Übereinkunft, also das geht alles weiter, geht nur nach aufwärts. Wobei dann das ja auch schon losging mit dem Rückwärtsgang, Kaputtmachen der Metallindustrie. Also wir hatten Anfang der 70er Jahre, knisterte es schon so leicht. Wir hatten schon mal die erste Schwierigkeit 1968, das ist übrigens vergessen worden, auch in der Bundesrepublik. Da war schon die erste Abflachung der Konjunktur, 1968. Da sollten schon bei der MAN wieder welche entlassen werden, Menschen entlassen werden. Aber wir haben das große Glück gehabt, dass wir einen Teil der Kollegen, es waren aber nur 60, konnten wir als Monteure nach Augsburg, Nürnberg. Bei uns wurden also keine Entlassungen vorgenommen. Aber 68 war schon eine Krise da gewesen, 67, 68. Da war schon die erste Krise im Metallbereich da. Haben wir, das ist das Kuriose, haben wir noch rote Zahlen geschrieben. Also keine hohen, aber waren also nicht gerade besonders gut im Plus. Und 68, als die Betriebsschließung verkündigt wurde, da waren wir in schwarze Zahlen. Da haben wir gerade ein neues Lager eingerichtet, wir haben Gewinne gemacht. Und nicht allzu lange gedauert, dann kam der große Beschluss, das kann noch geschlossen werden soll. Am 13. Februar 68, das ist mein Geburtstag, wir haben ja kleine Arbeitsniederlegungen haben wir gemacht. Begrenzt. Wir haben keine Betriebsstilllegung oder Besetzung oder sowas gemacht, aber Arbeitskämpfe haben wir schon gemacht. Auf dem Hof, auf dem Betriebsgelände. Ne? Wir sind nicht nach draußen gegangen. Nach draußen sind wir nur durch sehr starke Pressearbeit gegangen. Oder aus späterer Sicht sagt man, Mensch, das war ja lahm. Aber es war nicht lahm, weil es überhaupt keine andere Möglichkeit gab. Es war auf dem Hamburger, es war die erste große Firma. Auch im Bamberger Raum die erste. Der Arbeitsmarkt war so, dass jeder gute Facharbeiter sofort einen neuen Job kriegte. Wer von Kampnagel kam, muss ich sagen, Kampnagel hatte einen sehr guten Ruf. Wer von Kampnagel kam, hatte eine gute Ausbildung, war ein guter Fachmann, bekam überall einen Job. Der hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Und in solcher Situation Arbeitskämpfe zu erzeugen, ist schier unmöglich. Da sagt jeder, wofür, warum? Wenn die mich nicht wollen, ich krieg's euch hier nebenan, habe ich doch schon mal einen neuen Job. Was die Kollegen vielleicht wollten,
waren für den Sozialplan, wollten ein bisschen Geld abstauben. Aber nicht den Arbeitsplatz erhalten. Eine andere Geschichte war hier 68, das war auch, als hier die Studenten auf die Straßen gingen. Axel, wir kommen, verhaftet den Springer, oder? Liebe Kollegen, Kommilitonen, Genossen, die rote Fahne tragen die, die sich entschlossen haben, über Missstände nicht nur zu reden, sondern sie abzuschaffen. Wir wollen endlich hier vernünftige, demokratische Verhältnisse haben. Wir wollen das, was im Grundgesetz drin steht, dass Konzerne, die ihren Keineshalb, es geht nicht um Sachbeschädigung. Es geht um eine Demonstration beim Sprenger vorbei. Auf die Finger, auf die Finger, auf die Finger! 68, das war Wachwerden, das war, oh, endlich passiert mal was, das war... Das wurde aber auch Zeit, so in diesem Sinne. Es war fröhlich, es war zum Teil erschreckend, aber irgendwo, man hatte so das Gefühl, da ist was in Gange, also Dornröschen ist aufgewacht. Ne? Und 68 gab es also Hoffnung, hat sich nachher ja auch gezeigt. Seit 68 ist diese Republik eine andere geworden. Und ich weiß nicht, sind wir zum Campus hin und von 20, 30 Vertrauensleuten haben gesagt, müssen wir was einbringen, müssen wir da sein. Naja, und wie das denn so ist, das sind auch Vertrauensleute, sind also Facharbeiter, IG Metaller, Facharbeiter. Und wenn dann Feierabend ist, dann zog man sich feierabendmäßig an, ging nicht in seinen blauen Mann. Heute macht man das ja anders, aber damals war es so, man wuschte sich, duschte sich, auf Montagen nicht, aber sonst. Und dann sind wir dahin. Und dann war der Bühne, ich glaube, Duschke war nicht da, aber die Hamburger Koryphäen, Litten, glaube ich, war da. Und haben da zündende Reden gehalten. Unsere Kollegen haben sich das also vorhin angeguckt und dann machten die Studenten da Action. Und dann schmissen sie mal mit Torten ins Publikum. Wir haben nie wieder Vertrauensleute hingekriegt. Haben gesagt, diese Idioten, das machen wir nicht mit. Das ist nicht unsere Klasse hier. Natürlich sind wir auch zu Demos gegangen, aber das haben wir vorher auch gemacht. Ne? Und hinterher auch. Und natürlich haben wir Ho, Ho, Ho Chi Minh gerufen, das ist auch klar. Es war mehr so doch die Studentenebene, die das damals gemacht hat. Ne? Nicht so sehr so die Arbeiterebene. Ja, zum Beispiel auf den Werften war das kein Thema, um es mal klar zu sagen. Also spielte dort wenig eine Rolle. Ne? Da gab es schon eher mal so die Argumentation, die sollen wir lieber arbeiten gehen. Ne? Das muss man auch sagen. Aber die Werftarbeitnehmer waren im Grundprinzip konservativ, würde ich mal behaupten. Wir hatten immer irgendwie so ein Ziel vor Augen und so ein bisschen schwarz-weiß sehen war es schon. Entweder es passte da rein in die Richtung oder es passte nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein Privileg der Jugend, dass sie so ein bisschen so denkt und radikal ist. Ich weiß nicht, war das vor 68 oder um den Dreh rum? Heiße Aktion gemacht, schlimme Sachen auch gemacht. Hatten wir so einen Wagen gemietet, ich glaube einen VW-Bus. Blaue Anzüge angezogen, so overalls. Und dann sind wir nach den Landungsbrücken angefahren, so eine Mutti drin. Zeitungskiosk. Direkt an Brücke 2 da, oder, nee, 3 ist das, ne? Ja, das ist ein Zeitungskiosk. Morgens hingefahren, mit 3 Mann ausgestiegen, und da lagen morgens um 4
lang die Bildzeitung vor der Tür. Sagen wir, haben wir was, die Bildzeitung ist beschlagnahmt. Haben sie ihren Wagen eingeladen, ihr eine Quittung gegeben und sind gefahren nach Altona beim Anleger und haben wieder ins Wasser geschmissen und wieder weg. Überhaupt der gesamte Umbruch. Neues Betriebsverfassungsgesetz ab 72, dann überhaupt so, dass also auch Jüngere nachtrinken und also auch dort mal wirklich auch das Betriebsverfassungsgesetz vernünftig interpretiert haben. Und dann also auch noch zusätzlich, dass auf einmal dann von den linken Gruppen, was wir zuerst gar nicht gemerkt haben, einige in die Betriebe sich gestürzt haben, um dort dann gerade in Großbetrieben also dann die Revolution zu führen. Na, und auch in der IG Metall hat sich für meinen Geschmack auch daraufhin einiges geändert. IG Metall ist immer eine hierarchische Organisation gewesen, aber wie gesagt, es hat auch innerorganisatorisch zu mehr Diskussion, zu mehr Demokratie geführt und man hat also auch neue Institutionen geschaffen. Ich will mal so sagen, in Hinblick auf mehr Beteiligung der Mitglieder. Heute hier, morgen dort, sind die Arbeitsplätze fort, wird mit Angst Geschäfte gemacht. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, wir nehmen die Sache in die Hand. Und mancher denkt, was geht mich das an? Ich hab ja Arbeit genug. Dann steht er auf der Straße, ist selber dran. Stillhalten ist Selbstbetrug. Heute hier. Bei Heidenreich war das 1976, dass zum ersten Mal in Hamburg eigentlich die Gewerkschaft uns Heidenreicher unterstützt hat, als es anstand, 800 Kollegen zu entlassen und zu rationalisieren bzw. Arbeitsplätze, wie wir das gesagt haben, zu vernichten. Ich möchte doch sagen, dass wir eigentlich sehr, sehr spät aufgewacht sind. Eigentlich erst zu dem Zeitpunkt, als uns auf einer Betriebsversammlung gesagt wurde, dass hier 800 Leute entlassen werden. Weiß nicht genau im Einzelnen, wie das nun war, wer da geredet hat oder was gerade gesagt worden ist. Auf jeden Fall schlupfte mich ein Kollege in der hinteren Reihe, wo ich gesessen habe, an und sagt, nun mal los, Peter. Ne? Und ich habe auch genau verstanden, was er meinte. Ne? Und habe mir selbst dann auch einen Ruck gegeben und dann bin ich durch die Tür auf die Straße gegangen. Einer nach vorne. Peter, komm mit. Peter, komm. Auf die Straße gehen, meine Herren. Nee, vorne erst rein. Los. Komm. In dem Moment, wo ein Mensch betroffen wird, beziehungsweise zu den Betroffenen zählt, da macht er Dinge, die er vorher nicht gemacht hat, nicht gemacht hätte. Ja, da hatten wir irgendwann da vorne die Straße blockiert, die Saarlandstraße. Ne, am nächsten Tag in der Morgenpost, Senator Kern ging auf die Straße, sonst wären wir vielleicht gar nicht so groß rausgekommen. Aber das war schon bewegende Momente. Nicht? Und mit Senator Kern, das machte eigentlich auf alle Kollegen so einen guten Eindruck. Insofern, als dass er sich nicht zu schade war, da in der ersten Reihe zu marschieren, mit uns zusammen. Nicht? Also das ist schon, spricht schon an. Und das wissen solche Leute natürlich auch. Und das tut ihnen auch selbst nicht weh. Wir sind heute hier alle gemeinsam auf die Straße gegangen, um allen, die bis heute noch nicht begriffen haben,
dass die Jahre des steilen Aufschwungs vorbei sind. Der Glaube, es würde immer weiter aufwärts gehen und damit würden ausreichend Arbeitsplätze immer zur Verfügung stehen. Dieser Glaube ist eine Ernüchterung und wie in dem Fall Heidenreich und Habeck, ja sogar einem Schock gewichen. Kundgebung vom Tor von Heidenreich, da wurde dann von der Gewerkschaft gesagt, wörtlich, Zitat, wir müssen wieder lernen zu kämpfen. Und das war eigentlich ganz in unserem Sinne. Der Verteilungskampf in unserer Wirtschaft wird wesentlich härter werden. Wir müssen wieder lernen zu kämpfen. Das waren schöne Worte, ne? Und ein von einem Gewerkschafter gesagt. Empört hat mich dann doch, dass der freigestellte Betriebsrat zu mir gekommen ist und gesagt hat, du Peter, wörtlich, wenn ihr besetzt, dann hole ich die Polizei. So, dieser Widerspruch, das ist natürlich bitter, ne? Und so weit wollte ich das auch nicht kommen lassen. Wenn jetzt also im Laufe einer geschichtlichen Entwicklung eine Gewerkschaft feststellt, dass ihre bisherigen Kampfformen ja, nicht mehr ausreichen, dass zwar in der Tarifauseinandersetzung der Streik das Mittel ist, völlig klar, aber dass bei Arbeitsplatzvernichtung und diesem Begriff, das muss man hier nochmal sagen, Auge um Auge, dieser Begriff ist in Hamburg geprägt worden, Arbeitsplatzvernichtung, mit Heidenreich zusammen. Dass bei Arbeitsplatzvernichtung eben dieses, ich nehme ein Transparent und marschiere los, das reichte nicht. Das ist uns sehr schnell klar geworden. Und machen wir uns nichts vor, in der Vergangenheit haben wir dieses bewährte Kampfmittel im Schrank gelassen. Dieses bewährte Kampfmittel auf die Straße zu gehen, müssen wir mehr denn je wieder vorholen und einsetzen. Wir sollten unter der Losung weiterkämpfen. Hamburgs Metaller werden nicht weich. Sie kämpfen weiter für Heidenreich. Wir sammeln Unterschriften für die Kollegen von Heidenreich und Habeck, dass uns die tausende Arbeitsplätze in Hamburg erhalten bleiben. Es war damals tatsächlich in Hamburg so, dass Heidenreich in aller Munde war. Bei uns im Betrieb, wo ich gearbeitet habe, hieß das immer schon morgens, habt ihr schon gelesen? Da ist wieder was über Heidenreich in der Zeitung. Damals war das Heidenreich die erste große Fabrik, die so betroffen wurde. Und alle nahmen daran Anteil, mehr oder weniger natürlich. Aber heute, wo das gang und gäbe ist, dass Betriebe geschlossen werden, da zucken die Leute, die nicht unmittelbar betroffen sind, nur mit den Schultern. Damals war es doch noch anders. Irgendwann kam der Sozialplan, dann war die Belegschaft gespalten. Und die Kraft war noch weniger als vorher auch, die nicht ausreichende. Wenn also ein Betrieb oder wenn eine Betriebseinschränkung nicht zu verhindern war, wenn Abteilungen geschlossen wurden oder ganze Betriebe geschlossen wurden und auch alle kämpferischen Aktionen uns nicht weiterhalfen, mussten wir auf jeden Fall auch alle Möglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes ausschöpfen und also versuchen, über einen Interessenausgleich dann zu Sozialplänen zu kommen. Und wir möchten auch nochmal hier darauf hinweisen, dass ein Sozialplan keine Lösung ist, dass es uns in erster Linie darum gehen muss, dass Heidenreich erhalten bleibt. Ein Sozialplan kann praktisch nur eine Überbrückung sein und das muss jedem Kollegen hier klar sein. Der Sozialplan ist ein Beruhigungsmittel. Das sage ich mal so, wie mir das gerade in den Mund kommt. Also der Sozialplan ist ein Beruhigungsmittel. Es war die letzte Rettung, würde ich mal so sagen, wenn man überhaupt von Rettung sprechen kann.
Es war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es war der Versuch, einen Übergang vom Arbeitsplatzverlust bis hin zum möglichen neuen Arbeitsplatz, eine Brücke zu schaffen. Das war der Versuch. Sozialpläne waren nicht das Ideale, aber sie mussten abgeschlossen werden und sie mussten so gut wie möglich abgeschlossen werden. Ich bin ja 26 Jahre in diesem Laden und angenommen, der Konzern hat 5 Millionen angeboten, die Gewerkschaft fordert 20. Höchstwahrscheinlich wird man sich bei 11, 12 treffen. Das ist praktisch 12.000 Mark oder 10.000 Mark, die ich mit auf den Weg kriege. Ja, was ist denn das? Das ist ein halbes Jahr und dann sind die Kohlen weg. Und dann kam MAN mit dem berühmten Kampf um den Kesselbau. Da ist ja wirklich eine Protestbewegung, eine kämpferische Bewegung entstanden bei MAN, die ja einmalig wieder anders wie bei Heidenreich, aber in ihrer Art einmalig war, nämlich das habe ich so empfunden, als die menschlichste Protestform. Da kam ich gerade aus Borkum, braun gebrannt, und erfahre an dem Tag, dass gerade 600 Menschen entlassen werden sollten. Die erste Demonstration begann sofort bei uns auf dem Hof. Wir haben nicht auf der Betriebsversammlung gewartet, sondern haben sofort die Menschen aufgefordert. Johannes Möllner kam sofort rüber als erster Bevollmächtigter. Den Hans-Ulrich Klose. Wir sind sofort ins Hamburger Rathaus gefahren. Das heißt also, wir haben also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um jetzt also die Arbeitsplätze zu halten. Und das Entscheidende war ja immer wieder, wir brauchen die Solidarität einer großen MAN-Belegschaft. Es war einfach schwierig, in Hamburg die Solidarität zu finden. Und dann natürlich in Augsburg und Nürnberg, wo keine Entlassung anstand. Nicht? Nürnberg oder München, die ja noch Hochkonjunktur hatten im LKW-Bereich. Aber wir mussten mit diesen Menschen ja zusammen an einen Strang ziehen. Das war das Entscheidende. Wir brauchten ihre Unterstützung. Wir haben gesagt, heute wir, morgen ihr. Das ist die entscheidende Frage. Wir dürfen keine Konkurrenz untereinander sein. Wenn wir uns aufsplitten, haben wir schon verloren. Die Solidarität der Hamburger Bevölkerung war völlig auf unserer Seite. Zum ersten Mal hat sich Hamburg also wirklich damit identifizieren können, weil wir auch nach draußen gegangen sind. Wir haben Flugblätter verteilt. Wir haben gesagt, wir wollen arbeiten. Wir wollen keine Almosen vom Arbeitsamt. Das heißt, wir haben gut von 1974 bis 1980 einen Arbeitskampf geführt. Immer wieder gebohrt, immer wieder versucht, jede Entlassung zu verhindern. Und der Kesselbau war für mich damals, dieser Kampf war für mich also ganz typisch. Und auch die Persönlichkeiten, die dort hinkamen, die Solidarität ausdrückten, ob das Herbert Wehner, Willy Brandt waren, das war also eine einmalige Geschichte. Und dann ging es ja um die Entlassung. Und da haben wir natürlich Gott und die Welt in Bewegung gesetzt. Aber am Ende wurde der Betrieb dann auf 1.800 reduziert. Von ehemals 2.300. Und die Kesselbauer, ein Großteil der Kesselbauer, haben wir natürlich versucht, noch in andere Werke unterzubringen, bei Howald und auch bei viele woanders untergekommen, bei Blume Voss. Aber die ersten sind dann also quasi entlassen worden. Und dann, sag mal ein Vierteljahr später, kam ein neuer Mann, Herr Ruprecht, ein Wirtschaftsingenieur, der sogenannte Vollstrecker. Und der ließ uns abends am grünen Donnerstag 1981, ließ der also den Betriebsrat kommen, kurz vor 18 Uhr, und erklärte, jetzt ist also der Motorenneubau dran. So, und dann wurde eine neue Qualität geboren, der brutalen Auseinandersetzung, wo es also um Sein oder Nichtsein also wirklich ging, weil jeder wusste, die MAN konnte als Großwerk nicht mehr existieren. Und diese Auseinandersetzung führten wir dann, indem wir Bittgottesdienste in der Katharinenkirche durchführten, indem wir auf die Straßen gegangen sind, haben Flugblätter überall verteilt, überall nochmal dargestellt, haben uns mit den Augsburgern zusammen, haben einen Sonderzug gemietet, sind mit einem ganzen Zug mit 600 Menschen nach Augsburg gefahren, haben eine Großdemonstration gemacht am Tage der Vorstandssitzung. Wir brauchen eine Bonner Transparente, wenn wir in Bergab fahren.
unser Herz ist bei euch. Ich darf euch hier alles Gute sagen. Und ich kann euch auch sagen, kämpfen ist eine wunderbare Sache, weil es nämlich eine ehrliche Sache ist. Und wir wollen ehrlich bleiben vor unseren Kindern. Ja. Wir machen uns nicht schuldig. Wir kämpfen und wir werden auch mit unseren bisher noch 400 und paar zerquetschten Kolleginnen und Kollegen an eurer Seite sein, weil wir euch lieben und weil wir bei euch sein wollen. Schönen Dank. Als es in einer Situation war, wo man wusste, jetzt geht gar nichts mehr, da habe ich wirklich überlegt, das ist keine Lüge. Da standen wir oben in Augsburg auf dem, das ist ein großes Gebäude, wo der Vorstand drin sitzt, dieses Verwaltungsgebäude. Da habe ich überlegt, kannst du noch, das ist eine schlimme Sache, ne? Kannst du spektakulär das Fenster aufmachen und rausspringen, wo der Vorstandsvorsitzende dabei ist. Du springst aus dem 8. Stock raus. Was bewirkt das noch in dieser Geschichte? Man kam sich ja vor wie auf einer Beerdigung. Es war ja fast schon eine Beerdigung. Das war eine Beerdigung, die mir hinterher eigentlich erst ganz klar geworden ist. All die vielen Arbeitsplätze, die ja nun, die ich ja auch kennengelernt habe, nicht? Wie Stülpen, wie die Deutsche Werft, wie auch Blum und Voss oder Ortenser Eisenwerke, Schlicker, da ist ja nur noch wenig von vorhanden. Und ich hab mir so vorgestellt, da kommt also ein Großvater mit seinem Enkel an den Landungsbrücken und steht da und dann sagt der Enkel, ja Opa, wo hast du denn 40 Jahre lang gearbeitet? Oder wo war das eigentlich? Und dann zeigt er da irgendwo rüber und da ist nichts mehr. Das ist dann auch mein Entschluss, wenn man heute sagt, du warst ja unkündbar. Du hättest ja weiter, das war nicht mehr möglich. Für mich gab es keine Möglichkeit und ich bin über 3 oder 4 Jahre nie mehr über die Elbe gefahren. Nie, ich bin mit keinem Dampfer mehr gefahren, obwohl das eigentlich mein schönster Arbeitsplatz war, der beste Arbeitsplatz meines Lebens, alleine weil die ganze Skyline Hamburg war. Jeden Morgen immer wieder ein neues Bild im Hafen. Aber auf der anderen Seite, das gebe ich ganz offen zu, es ist kein Erfolgserlebnis übrig geblieben. Das Einzige, das vielleicht eine kleine Möglichkeit von bisschen Stolz, Freude ist, dass wir noch den Betrieb zumindest in einer Halle erhalten haben. Hier sieht man ein ganz besonderes Bild, das liebe ich natürlich sehr. Das war dann quasi das Ende meiner Zugehörigkeit zur MAN. Ich war fast immer unterwegs, ich bin Hunderttausende von Kilometern gefahren. Die Frage war sehr berechtigt, dass meine Frau mal gefragt werden müsste. Die haben natürlich das meiste da untergebracht und untergelitten, kann man wohl sagen. Aber das ist der Preis dafür, den muss man wohl aufbringen. Denn ich habe sie ja nicht als Betriebsratsvorsitzende geheiratet. Ich habe sie als Rohrschlosser geheiratet. Also ich habe wohl das große losgezogen. Denn es ist ja so, man war ja so egoistisch im Grunde genommen, dass ich einfach meiner Frau habe die Verantwortung übertragen. Bei uns war es eben so, dass ich zumindest die Kinder dann, wenn ich zu Hause war, sonntags und sonntags, einfach genommen habe, sind immer weggefahren. Und sie war immer glücklich, dass sie den Tag hatte oder den anderthalb Tag mal für sich alleine zu leben. Nur immer, das Essen musste ja wieder da sein. Das machte sie ja nebenbei. Und von daher, natürlich gab es Spannung. Das Problem war ja, dass ich nicht nur, wo ich die Tage unterwegs war, sondern dass ich ja auch hier zu Hause auf Gewerkschaftsveranstaltungen war. Und dass ich dann nachts nach Hause kam. Dass wir ja nicht gleich von den Veranstaltungen nach Hause gehen konnten, sondern dass wir noch in Kneipen gesessen haben und gedibbert haben. Ja, und wie oft ist man natürlich auch, also dann nachts um 12, ja, dann schlief alles. Dann war keiner da, dann haben wir uns also überhaupt nicht gesehen. Und einen anderen Tag wieder nicht. Man war manchmal 3, 4 Tage hintereinander, dass wir uns überhaupt nicht sahen, sondern dass ich immer nur noch ins Bett irgendwo gefallen bin. Und das muss ich schon sagen, das hat sie mir eigentlich nie also so vorgeworfen. Ja, aber immerhin, jetzt sind wir über 40 Jahre verheiratet. Das ist nicht mein Verdienst gewesen. Das war nicht mein Verdienst.
HDW, Howaldswerke Deutsche Werft, die größte Werft in der Bundesrepublik, ein Staatsbetrieb. Eigentümer sind zu drei Vierteln die Bundesrepublik Deutschland und das Land Schleswig-Holstein. HDW entsteht 1968 aus der Fusion der Howaldswerke und der Deutschen Werft. Die Fusion soll, wie es heißt, Arbeitsplätze sichern. Das Gegenteil ist der Fall. Es beginnt ein Tod auf Raten. Ich habe ein ganz legendäres Foto. Ich würde das mal herholen. Auf dem Foto sitzt in der Mitte Werner Peters. Das ist diese Person mit Helm, Betriebsratsvorsitzender. Hält also per Megafon eine Rede. Wir haben also irgendeine Streiksache gehabt oder einen Warnstreik gemacht. Es ging schon um Arbeitsplätze, nicht um Lohnfragen. Und hier steht Wolfgang Engelmann, eigentlich ein Symbol in Hamburg für eine Neuorientierung der IG Metall. Das muss man ja auch deutlich sagen. Wolfgang Engelmann kam und versuchte, die IG Metall als Bevollmächtigter in ein neues Fahrwasser zu bringen. So, unter sehr schwierigen Verhältnissen. Was für ein Fahrwasser? Kämpferischer? Oder? Kämpferischer. Also weg von einer nur sozialpartnerschaftlichen IG Metall. Und auch versuchen, die Konflikte, die es in der IG Metall gibt, so zu nutzen, dass sie, um so zu sagen, für die IG Metall positiv gewendet werden können. Und hier steht schon Holger Mahler. So, ne? So, dieses Foto, das symbolisiert eigentlich die Brüche, die es, um so sagen, in den Ende der 70er Jahre sehr deutlich gab. Wir wollten, dass ihr wirklich, also ihr diese Probleme nicht nur mit Sozialplänen jetzt erledigt werden. Ja. Und nicht nur in Geheimzirkeln erledigt werden, so wie ich das ja erlebt habe bei der Arbeitnehmervorbesprechung im Aufsichtsrat, da saßen sie am Tisch, sondern wir wollten ganz einfach, dass wir jetzt wirklich mal drüber nachdenken, was können wir machen? Wie können wir hier die Arbeitsplätze für uns, aber auch für unsere Kinder und Enkelkinder noch erhalten? Und wie kann man notfalls auch umsteuern? Ende April 1983 treffen sich die norddeutschen Regierungschefs zur Werftenkonferenz in Hamburg. Mit Zustimmung des Hamburger Bürgermeisters Donani wird ein gemeinsames Werftenkonzept verabschiedet. Über 9000 Werftarbeiter sollen entlassen werden. Im September 1983 ist es soweit. Trotz weiterer Verhandlungsversuche stehen 1354 Entlassungen unmittelbar bevor. Wir haben natürlich auch vorbereitend so einige Aktionen gemacht. Und der andere war da auch dann die Frauenaktion an den Hamburger Landungsbrücken, dieser Hungerstreik der Frauen. Weshalb wir nun hungern, das ist so, dass wir von dieser Arbeitslosigkeit auch am meisten mit betroffen sind. Wir müssen das zu Hause ausbaden. Es ist so, dass unsere Männer teilweise resigniert haben im Betrieb. Aber das ist jetzt gut, dass gestern 1200 HDW-Arbeiter von der Tagesschicht in den Streik getreten sind. Und wir hoffen, dass wir durch unsere Aktion auch Mut machen können und auch diesen Kampf eben in die Öffentlichkeit tragen können. Kennt ihr am Ende nicht eure Frauen, die nachts neben euch liegen? Da liegt die halbe Revolution und auch das halbe Siegen. Wir haben hier gehungert, um euren Streik, um euren Kampf vorzubereiten. Und wenn ihr uns jetzt im Stich lasst, wenn ihr jetzt nicht kämpft, dann kriegt ihr es mit uns zu tun. Ja. Es gab also Krisensitzungen innerhalb der IG Metall, innerhalb des Vertrauenskörpers und es wurde zugespitzt. Wir müssen ein Zeichen setzen in Hamburg, ganz eindeutig. Wir müssen die Bevölkerung auf unsere Seite kriegen. Wir müssen ein Zeichen setzen, teilweise wie AG Weser, um also auf uns aufmerksam zu machen. Und wir müssen nachhaltig, muss ich sagen, erstmal auf der Werft alle aufrütteln und sagen, so geht es nicht weiter, irgendwas muss passieren, die Politik ist gefragt.
4-5 Monate haben wir bestimmt verhandelt, ne? Bis sie dann die Verhandlungen für gescheitert erklärt haben und sie uns in die Einigungsstelle reingezwungen haben. Das war klar, ne? Und dann wurde dann also auch unter anderem, weil nun feststand, wie wir entlassen werden sollten, dann wurde dann also auch die Werftbesetzung spontan durchgeführt, ne? Wobei ich es klar sagen muss, heute darf ich es ja ruhig sagen, also ich hatte meine Klappliege den Morgen schon im Kofferraum drin gehabt. War klar, ne? Und die Frage der Werftbesetzung, ja, die ist also irgendwie mal ins Spiel gebracht worden. Ich kann noch nicht mal sagen, von wem, ehrlich nicht. Also zur Werftbesetzung ist es gekommen, weil ganz bestimmte Kräfte innerhalb der IG Metall gesagt haben, auch aus den Erfahrungen von AG Weser, uns bleibt gar nichts anderes mehr über. Wir hatten ja an dem Tag noch eine Demo durch die Innenstadt. Und dann ist man wieder auf die Werft zurückgezogen. Und dann hat man mit mir beraten. Und dann hat dann die Belegschaft beschlossen, die Werft zu besetzen. Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, hier demonstriert die HDW-Belegschaft zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Stimmung war eindeutig. So. Daraufhin wurden sofort die Werftore geschlossen. Das Werkstor ist jetzt mit einer Kette und zwei Schlössern, glaube ich, zugeschlossen worden und die beiden Transparente hängen. Eine ganze Reihe von Kollegen sind hier vorne und stehen hier, um eine Torbewachung zu organisieren. Ich möchte jetzt einmal Folgendes feststellen. Wer von den Kolleginnen und Kollegen, die hier vorne stehen, bleibt heute über Nacht hier, der melde sich bitte einmal. Alle! Das ist also fast alle. So, und dann hat es also natürlich ihr eins gegeben, wir haben also dann diese Streikleitung gehabt und waren also als mit einem Teil der Betriebsräte immer völlig involviert, haben also auch dort also vieles abgesteckt. Wobei ja viele Anfragen sowieso beim Betriebsrat landeten. Und wir haben dann immer regelmäßig auch die Belegschaft unterrichtet. Wir haben immer 2-3 Mal am Tag haben wir dann also auch eine Vollversammlung in der Kantine eingerichtet und dann wurde über alle Aktivitäten wurde berichtet. Und dann hat es ja da also eine riesen Sympathiewelle gegeben und da gab es eine Spendenfront. Also wir haben nachher 630.000 Mark Bar Spenden gehabt. Ja, ganz zu schweigen von den ganzen Spenden, die wir so an Naturalien hatten. Wir haben zum Beispiel auch dann hier so draußen eine riesen Wand erstellt und haben die ganzen Spenden eingetragen, von wem wir Spenden gekriegt haben. Ne? Alles schön aufgelistet und ne? War eine riesen Sache. Dann so musikalische Unterstützung. Das haben wir abends in der Kantine Gruppen manchmal gespielt und es waren an und für sich viele Leute da überhaupt bei diesen ganzen Aktionen. Wir hatten wirklich, wir haben ja auch am Wochenende denn da, war, also vor der Werft, waren Zelte aufgebaut, spielten Gruppen und waren Veranstaltungen und Filmvorführungen über das, was schon gedreht war und ach, das war unheimlich, was dort also auf die Beine gestellt worden ist. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich weiß gar nicht, wer das alles arrangiert hat. Thank you.
Viele Kollegen, denen man sonst weniger zutraute, die sind über sich hinausgewachsen und haben also in diesen 9 Tagen unheimlich viel Aktivitäten an den Tag gelegt. Ob es zum Beispiel nur Verpflegungsfrage war. Ja, das Ganze zu koordinieren und zu merken und zu organisieren und ja, Spenden zu beschaffen und ne. Der Bäcker, der uns immer die Brötchen geliefert hatte, der kam morgens vors Werktor und überreichte uns nach wie vor die Brötchen, aber diesmal kostenlos. Ja, die Wasserschutzpolizei, die kam und hatte gesammelt. Muss man sich mal vorstellen. Die Polizei hatte gesammelt für die streikenden Werftarbeiter. Und so gab es also eine riesen Solidarität. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Also, war unheimlich ergreifend, war unheimlich toll. Und das Ganze kumulierte dann, dass irgendwann der Vorstand der HDW ein Ultimatum gesetzt hat. Und wir haben also überlegt, was machen wir? Und der Druck war natürlich sehr groß. Salzgitter hat uns also ein Ultimatum gestellt, nach dem Motto, wie wir von der Aufsichtsratssitzung kamen, nach dem Motto von wegen, am ersten Tag schmeißen wir die Redelsführer raus und danach die gesamte Belegschaft. Das war knallhart, so die Politik, die von da kam. Aber das konnte mich also an und für sich und auch einige weitere Funktionäre nicht so sehr erschüttern. Aber wir haben gemerkt, dass der Druck also auch bei anderen Kollegen sehr groß wurde. Wir haben auch gemerkt, dass unsere ausländischen Kollegen, wir haben ja so über 20% ausländische Kollegen, und ich muss sagen, die ausländischen Kollegen, die standen wie eine Eins, wie eine Eins. Und die wurden also auch zum Teil so über die Dolmetscher unter Druck gesetzt, sogar über die Botschaften unter Druck gesetzt, über die Konsulate. Ja, haben wir mal was gehört, dass dort also auch eingewirkt worden ist, ja, nach dem Motto, die Front aufzuweichen. Also es war so, ja, überall so ein Aufweichen. Und dann wurde dann in der Belegschaft diskutiert, und wie dann auf einmal der Antrag kam von der offiziellen IG Metallgarde auf geheime Abstimmung, da habe ich nur gesagt, scheiße, das geht in der Hose. Dann haben wir nachher ausgezählt, und da war dann also eine einfache, klare Mehrheit für Abbruch. Ne? Und ja, dann haben wir natürlich also das auch respektiert, das demokratische Abstimmungsverhältnis. Ne? Habt ihr das Abstimmungsergebnis hier? 688 für Weitermachen, 11, 39 für Aufhören, 42 Enthaltungen. Also ich mit einem meiner engsten Kollegen stand ich hier hinter der Kantine. Der heulte wie ein Schlosshund. Mir ging es genauso beschissen. Und da war es noch nicht ausgezählt, aber ich sag, Fred, sag ich, ich glaube, wir haben verloren. Ich sag, wenigstens die Abstimmung. Also ich hatte aktiv, muss ich sagen, in der Vorbereitung dieser Abstimmung, dieser Urabstimmung, ob weiter die Werft besetzt wird, ja oder nein, habe ich mich massiv eingesetzt für weiter besetzen. Mir war aber auch klar, also damals ahnte ich schon, es fehlte, muss ich sagen, jetzt ein inhaltlicher Kristallisationspunkt, um was geht es nun dabei? Was wollen wir überhaupt erreichen? Wen wollen wir jetzt, wen wollen wir unter Druck setzen? Wer muss handeln? Wenn an dem Morgen zum Beispiel ein offizieller Funktionär gekommen wäre und hätte gesagt, pass mal auf, ich bin hier gerade vorbeigekommen, ich soll euch erstmal die Grüße der Organisation entgegenbringen und euch sagen, wir stehen alle hinter euch. Und zufällig hat mir doch draußen einer einen Koffer in der Hand gedrückt und hätte mal mir aufgemacht, 50.000 Mark, die soll ich euch auch noch hier vorbeibringen. Da hätte ich darauf gewettet, dann wäre der Streik nicht beendet worden, wäre weitergegangen. Hier gab es diese rechtlichen Vorbehalte, Eigentumsrecht, Grundgesetz, Koalitionsfreiheit. Es gab also, die Juristen traten nach vorn und sagten, also Vorsicht, 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 wir können hier haftbar gemacht werden für große Schäden, wenn wir jetzt die Betriebsbesetzung praktisch als Kampfform legalisieren. Und als 83 hier im September die HDB-Besetzung stattfand, durften wir eben aus diesen genannten Gründen nicht als Organisatoren dieser Betriebsbesetzung in Erscheinung treten. Ich
weiß nicht, ob dieser Satz also auch klar rüberkommt. Wir konnten aus rechtlichen Gründen, damit die IG Metall nicht für den Schaden, sag ich mal, bei HDW wird, durften wir nicht als Personen und als IG Metall in Erscheinung treten. Mehr sage ich nicht dazu. Man kann sich ausmalen, dass eine solche Aktion mit Sicherheit auch einer Außensteuerung bedarf. Also der IG Metall-Vorsitzende hat ja sehr deutlich gesagt, Werftbesetzungen sind kein Kampfmittel der IG Metall und hat sich ja dagegen recht stark also zur Wehr gesetzt. Und das wurde ja nachher erst dann von der Gewerkschaft doch ein bisschen modifiziert. Wir haben das zum Anlass genommen, einen Antrag auf den Gewerkschaftstag zu stellen, dass die IG Metall neue Kampfformen entwickeln soll. Wir haben also festgestellt bei diesen Kämpfen hier in Hamburg, dass die, sag ich mal, die klassische Demonstration absolut unzureichend ist. Und da haben wir den Antrag gestellt, die IG Metall sollte neue Kampfformen entwickeln und sollte die Betriebsbesetzung als Notwehrmaßnahme legalisieren. Ja, glaubst du, reden die jetzt zu uns? Vorsicht! Für mich war zum Beispiel persönlich klar, dass dann meine Entlastung besiegelt war. Es gab dann ja noch ein paar Aktionen für Verhandlungen eines Sozialplanes, da wurde auch nochmal einiges gemacht. Dann wurde der unter Dach und Fach gebracht und ich war auf der Liste drauf, weil ich nicht im Betriebsrat war, an, ich sag mal, an erster Stelle, das ist ein bisschen übertrieben. Aber eben, ich war gleich unter den ersten 500, die zum 31.10. entlassen wurden. Und das war klar, für mich war die Werftzeit zu Ende und das war natürlich an so exponierter Stelle auch ein ziemlich, so wie es meine persönliche Zukunft. Die letzten, die noch geklagt hatten, die sich davon nicht haben beeinflussen lassen, die haben in der Regel alle gewonnen. Alle gewonnen. Und gerade die Kollegen, die also am Tor gestanden haben, Wache gestanden haben, die sind nicht geknickt, sind nicht resigniert, sind wütend, ja, aber ich habe das gute Gefühl, die kämpfen weiter. Wer die 9 Tage miterlebt hat, also kann ich nur sagen, der hat unheimlich viel gelernt und wird sie auch nie vergessen. Also so ein Erlebnis, das ist, ich bin 52 Jahre alt, aber ich bin schon lange in der Gewerkschaft und bin auch lange Vertrauensmann und würde ich sagen, ich habe so viele Freundschaften geschlossen mit Leuten, die ich nie früher so beachtet habe. Einmalig. HDW ist ja nicht einfach geschlossen worden nach diesem Unternehmenskonzept, nachdem also dort hier diese Massenentlassungen waren, sondern da ist ja nur das Ganze reduziert worden. Dann wurden wir in einer Nacht- und Nebelaktion an Blumenfoss verschenkt, nicht verkauft. Wer kümmert sich heute um die Arbeitswelt? Wer kümmert sich heute um Betriebsprobleme? Wer kümmert sich darum, wenn Betriebe hier geschlossen oder reduziert werden? Also wo ist denn da die Gegenwehr? Das ist ein Rettungsboot und wir wollen den deutschen Schiffbau retten. Und zwar gegen die Dumpingpreise gegen die Koreaner, nicht gegen die koreanischen Schiffbauer. Das sind Menschen wie du und ich, die wollen auch nur arbeiten. Aber es geht darum, wie die Schiffe da subventioniert werden, bis zu 40%.
und das kann ich angehen. Dieses Boot selber ist bei allen Werften gewesen und wird morgen in Papenburg sein, bei der Meyer-Werft. Und anschließend geht das Boot am 28. nach Berlin und wird da dem Wirtschaftsminister Müller übergeben. Das ist schon eine bisschen andere Demonstration, die ich hier heute erlebe, denn es ist eine Demonstration für etwas. Wir haben sehr viel Übung, gegen etwas zu demonstrieren. Wir mussten gerade als Gewerkschaften sehr oft gegen etwas demonstrieren. Ich weiß, und die Belegschaft weiß das auch, dass die Erweiterung des Werkes nicht unproblematisch ist. Die Frage des Umweltschutzes ist der Belegschaft nicht egal. Umweltschutz und Arbeitsplätze dürfen nicht Gegensätze sein. Aber es ist leider auch nicht so bequem in dieser Welt, dass man mit Ja und Nein die Probleme beantworten kann. Man wird abwägen müssen, jedes Mal. Also das, was ich jetzt so in den Betrieben immer wieder merke und verspüre, und also auch bei den jüngeren Leuten, ist doch eins, die Entsolidarisierung ist riesig geworden, ja. In der ganzen, in diesen ganzen neuen Beschäftigungsfeldern, da gibt es kaum noch Betriebsräte oder kaum noch Organisierte, und da werden die Bedingungen ausgehandelt, da wird geheuert und gefeuert, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich Kapitalismus pur, was sich da breit macht. Ich glaube, man kann nicht so einfach damals und heute vergleichen. Ich will mal ein Beispiel machen. Die Zahl der Schiffe, sowohl von der Tonnage her als auch von der Anzahl her, die wir damals in der Spitzenzeit hatten, wir in Deutschland 120.000 Beschäftigte im Schiffbau. Die Zahl der Schiffe, die wir gebaut haben, die abgeliefert wurden, der Rekord lag im Jahr 1989. Das heißt, wir haben mit 22.000 Beschäftigten mehr abgeliefert, als wir in der absoluten Hochzeit des deutschen Schiffbaus abgeliefert haben. Das ist weniger die Frage der Solidarität der Kollegen, als einfach zu sehen, dass, wenn ihr heute euch eine Werft anseht, ihr werdet sie nicht mehr wiedererkennen. Es ist nicht mehr die Werft von früher. Aber eine Werft von früher hätte auch nicht mehr funktioniert, würde nicht mehr produzieren. Das heißt, du kannst nicht sagen, wir können uns zum Beispiel der Modernisierung widersetzen, wenn die anderen Konkurrenten, und beim Weltmarkt ist das nun die ganze Welt. Also nachträglich gesehen sehe ich so, dass wir alle von der IG Metall uns zu wenig, also das ist mein Hauptkritikpunkt auch an meiner Person selber, also an dem, was ich gemacht habe. Wir haben uns eigentlich mit der Materie Schiffbau und mit den technologischen Veränderungen, die wollten wir teilweise nicht wahrhaben, oder wir haben sie schön geredet, oder wir haben alte Zeiten hochgeschworen und haben uns mit den konkreten Veränderungen nicht genügend befasst. Ich meine, wir hätten also wirklich überlegen können, was kann man auf der Werft an andere Produkte wirklich fertigen, und dass man dort massiv reingeht, und das also auch mit staatlicher Unterstützung. Nur das war zu der Zeit nicht gewollt. Also man muss also eins sehen, also es war gewollt, dass man Öl verbrennt. Ja? Und es war gewollt, dass man Kernenergie nutzt. Und alles andere war zu der Zeit politisch nicht gewollt. Das muss man halt mal so sehen. Unser Problem besteht darin, dass wir als IG Metall national organisiert sind. Wir machen jetzt zum Beispiel eine Zukunftsdebatte, die genau diese Fragen macht. Aber die Globalisierungsgegner organisieren sich nicht national, weil das auch eigentlich keinen Sinn macht. Ne? Gewerkschaften sind aber national organisiert. Und Gewerkschaften sind in einer Art und Weise unterschiedlich, dass man verzweifeln kann. Ich muss auch sagen, so auch in den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften, die ich hier damals kannte, wo ich noch im Vertrauenskörper drin war, wo ich in der Vertreterversammlung drin war, da war Leben drin. Heute höre ich nur, dass es ein Trauerspiel ist, was sich da abspielt. Diese Masche, auf die Kollegen zuzugehen, ne? Das ist wohl auch die heutige Zeit. Heute verwaltet man. Ne? Also auf die Kollegen zuzugehen, das Gespräch zu suchen, zu fragen, was brennt dir auf den Nägeln, wie sieht das aus, wie siehst du das, und
Ich glaube, das ist weg. Das ist also auch mit unserer Generation weg. Es gibt nicht die eine schöne plastische Strategie dafür. Und es gibt vor allen Dingen nichts, was sehr kurzfristig wirkt. Du kannst in einer globalisierten Wirtschaft, hast du heute in der Tat sehr eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, weil der Gesprächspartner nicht hier sitzt. Nicht? Ihr sagtet erst, die Werft war staatlich, der Eigentümer saß in Kiel und da konnte man noch hinfahren. Heute ist es nicht mehr staatlich und der Eigentümer sitzt auch nicht um die Ecke und heißt Firma so und so, sondern ist ein internationaler Konzern. Und da fährst du nicht mehr hin. Ich finde, in dem IG Metall, das war der große Fehler, den der Kettner gemacht hat. Der hat alle Leute rausgeschmissen, die irgendwo anderer Meinung waren. Nur ein Unternehmen kann nur funktionieren, wenn da auch Kritiker sitzen. Und das gilt auch für die IG Metall. Und das ist eben, und ich wundere mich nicht darüber, dass heutzutage die Leute, also Sorgen, Gewerkschaft, lass mich damit in Ruhe. Wenn ich so, das Image der Gewerkschaften ist ja nicht besser geworden, ne? Ich glaube, dass die IG Metall in der Bundesrepublik nach wie vor für viele die IG Krawall ist, die permanent kämpferisch auftritt. Aber ich sag dir auch, dass heute bei Blohm und Voss mehr als 3/4 Angestellte sind, die wir nicht organisieren. Und bei Airbus genauso. Deswegen ist es wichtig, meines Erachtens nicht zurückzugucken und zu sagen, wie toll das alles war, denn das war es nicht. Das wird aus der Rückschau immer nur besser, weil zu der Zeit, zu der man lebt, sind die Probleme immer am größten. Kollegen haben natürlich in den vergangenen Monaten und in den vergangenen 2 Jahren gespürt, dass die Preise deutlich angestiegen sind, dass die Abgaben zum Teil eben auch gestiegen sind und dass das, was netto im Portemonnaie oder auf dem Konto übrig bleibt, geringer geworden ist. Und da ist die Erwartung sehr groß, dass das ausgeglichen wird. Und das ist eben nicht mit 2% machbar und schon gar nicht mit 2%, wo der Arbeitgeberverband noch für die Einführung des ERA-Tarifvertrages etwas anrechnen will. Was gut wäre, wenn wir aus dem, was wir also alles erlebt haben, auch irgendwo dann Schlüsse ziehen und also auch zu einem veränderten Verhalten vielleicht kommen könnten. Ja, nur der Weg dahin ist steinig und schwierig. Wir haben nie die Hoffnung gehabt, das Kapital besiegen zu können. Unser ganzes Interesse galt einfach, die einfache Rechnung, Menschen wollen arbeiten. Ich bin immer der Meinung gewesen, wenn man Dinge nicht im Vorfeld beeinflussen kann, wenn Beschluss einer Geschäftsleitung oder eines Vorstandes oder ein hohes Gremium da ist, können die es nur mit Gesichtsverlust aufheben. Und das ist so furchtbar schwierig. Das Beste ist immer, wenn man rechtzeitig Informationen hat und rechtzeitig einfließen kann und rechtzeitig arbeiten kann. Die ganzen Arbeitskämpfe, die gemacht worden sind, haben ja nicht erreicht, dass die Firmen weitergeführt worden sind. Kann man hingucken, wo man will. Mhm. Ne? Und ich habe da ein gespaltenes Verhältnis so gehabt. Vielleicht haben wir uns zu weit aus dem Fenster gehängt, ich weiß es nicht, weil wir damals so selbstbewusst gesagt haben, kommt zu uns, wir sichern euch die Arbeitsplätze. Wir konnten den Menschen nicht die Arbeitsplätze sichern. Wir konnten nur helfen, dass es nicht ganz so schlimm ausgeht. Das Zweite, was ich aber auch dabei erlebt habe, ist doch eben, wie weit es möglich ist, auch Solidarität zustande zu bekommen. Das muss ich sagen, das war eine sehr, sehr angenehme Erfahrung. Das war eine ganz tolle Erfahrung, wie doch einer für den anderen da war und wie wir nachher so diese breite Solidarität hatten. Also das Wort Solidarität, das ist für mich sowieso in diesem Fall sehr schwierig. Wir sind, was weiß ich, vor 20 Jahren noch auf die Straße gegangen und haben gesagt, oh, die internationale Solidarität.
wo fängt die an? Wenn wir heute von Lohndumping reden und Kollegen kommen aus dem Osten zum Beispiel und arbeiten hier für Löhne, für die unsere deutschen Kollegen nicht arbeiten können auch, dann fragt sich, ob ich natürlich kann ich den deutschen Kollegen verstehen, der schimpft und die unterdrücken und die drücken unsere Preise und unsere Löhne. Auf der anderen Seite kann ich den Kollegen auch verstehen. Nur passt da das Wort Solidarität noch rein? Das ist die große Frage. Also ich sehe das irgendwo nicht. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Das macht mir heute, weiß auch nicht, woran das liegt. Ich kann es nicht begründen, aber es macht mir Sorgen. Wir haben früher anders zusammengelebt, als es heute der Fall ist. Mal, gut, also wir haben nicht zusammen gefeiert. Na, gesoffen haben wir mal, wenn wir Erfolg hatten da, ne? Und irgendeine Geschichte gut gemacht haben, haben wir uns auch mal einen gegönnt. Aber wir lebten anders zusammen, als es heute der Fall ist. Das ist auch bei Ortmann, das ist ja auch so bei solchen Betrieben wie Ortmann, das war, wie es auch Heidenreich war und HDW. Die Leute leben ja mit ihren Betrieben. Ja, ja. Das ist ja nicht nur eine Arbeitsstätte, sondern also das ist also Leben. Aber man muss dazu sagen, die Gewissheit ist eben nicht letztlich doch nicht schaffen zu können, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat also natürlich auch Wunden geschlagen. Ne? Kämpfen ja, aber letztlich auch zu wissen, dass der volle Erfolg uns nicht beschieden ist. Das war also etwas, was problematisch war. Wir waren keine Gewinner, ne? Aber wir haben immer gekämpft, ne? Aber wie gesagt, ich vermisse keinen Tag dieser Auseinandersetzung. Und wir haben Hamburg wirklich ganz schön in Gange gebracht damals. Das kann man wohl sagen. Ja, wenn man zu den Quellen will, muss man gegen den Strom schwimmen. Und nur so funktioniert es, ne? Freundschaft und Solidarität und Menschlichkeit. Das ist das A und O. Das ist das Lebenselixier. Wenn Menschen eines Tages in einer Firma waren und waren nur Würmer, das heißt also, denn sie sind nur getreten worden. Wie wollen die in ihrer Familie eigentlich Vorbilder sein? Wie wollen die eigentlich ihren Kindern eine Kraft mitgeben? Wenn du aus dem Betrieb raus bist und wenn du keine Möglichkeiten hast mehr, auf den Produktionsprozess Einfluss zu nehmen, wenn du Almosenempfänger bist als Rentner, bei allen moralisch gerechtfertigten Ansprüchen, gar nicht mehr. Aber wenn du nicht mehr an dieser Schraube drehen kannst und die Räder stillstehen lassen kannst, dann bist du Rentner. Und dann sollst du dir keine Illusionen machen, also dass du das, was du versäumt hast früher, dass du das noch wieder aufholen kannst als Rentner.